Schluss ein Lied. Ich habe ja das schlechteste Lied der Welt, habe ich entdeckt. 1984 ist natürlich von der Kelly Family. Kennen die Jüngeren von euch vielleicht nicht mehr die Kelly Family. Die war mal so erfolgreich wie David Hasselhoff. Und haben meine Stadt Köln mit einem Hausboot besetzt gehalten. Die haben ein Lied gemacht, also über die Kelly Family werden ja eigentlich viele Witze gemacht. Sie seien dick, hässlich, ungewaschen, langhaarig, dumm. Die Verwandtschaftsverhältnisse seien nicht so ganz geklärt. Vielleicht hängt das irgendwie miteinander zusammen. Aber das ist ja richtig billig. Es geht ja eigentlich um die Musik. Und die Musik ist nun mal wirklich schlecht. Wir haben ein Lied geschrieben, das heißt Hiroshima, I'm sorry. Also die Kelly Family tut ein bisschen leid, was da in Japan passiert ist und machen da jetzt unverschämterweise einen kleinen Popsong draus. Und das ist ja eigentlich schon ein dickes Ding. Aber wenn man das Lied erstmal hört, dann wird es noch viel schlimmer. Ich sing das mal kurz an, das geht so. Hiroshima, I'm sorry. Hiroshima, I'm sorry. Hiroshima, I'm sorry for what we did that day to you. For what we did that day to you. Die Kelly Family ist also verantwortlich dafür, was damals. Und ich habe gedacht, die machen nur schlechte Musik, aber es ist noch viel schlimmer. Und sie entschuldigen sich jetzt bei den Japanern dafür. Und was für ein Text. Hiroshima, I'm sorry for what we did that day to you. Reimt sich noch nicht, wa? Aber die Kelly Family macht noch eine zweite Strophe, hört nicht auf. Zweite Strophe haben sie sich was Neues ausgedacht. Ein neues Wort. Jetzt so. Nagasaki, I'm sorry too. Nagasaki, I'm sorry too. Nagasaki, I'm sorry too for what we did that day to you. Ha, jetzt reimt sich's wenigstens. Wie reagieren da jetzt die Japaner drauf? Sagen die, oh ja, danke liebe Kelly Family, tolles Lied. Ja, wir nehmen die Entschuldigung an. Pearl Harbor tut uns auch ein wenig leid. Und man hofft, dass da nicht so ein Trend entsteht. Nicht, dass da jetzt andere Stars auch irgendwelche Entschuldigungslieder singen. Und dass Heino, der würde zum Beispiel singen, schwarz-braun ist die Haselnuss, schwarz-braun bin auch ich, ja bin auch ich. Ganz braun war unser Führer damals und dafür entschuldige ich mich. Man ist ja wirklich froh, dass die Kelly Family nur zwei Atombomben abgeworfen hat. Aber die hören noch nicht auf nach zwei Strophen. Bis jetzt hat die Kelly Family alle neuen Geschwister haben zusammengesungen. Also gut, wenn die zusammen singen, dann klingt das wie eine Schafherde. Mit dem Problem, dass man den Text versteht. Also wie eine irische Schafherde mit Whisky abgefüllt oder vom Schäfer in den Arsch gefickt. Oh, Kelly-Fans im Publikum. Jetzt singt jeder von den neuen Kellys, singt jetzt einzeln eine Zeile. Die dritte Strophe geht so, der erste oder die erste fängt an, man weiß es nicht so genau. Hiroshima, I'm sorry. Dann kommt der zweite der Inzestbrüder. Hiroshima, yo siento. Dann der dritte. Hiroshima, excusez-moi, voulez-vous coucher avec moi? Dann kommt die Frau, die vorne das Baby umgebunden hat. Es ist kein Scherz. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Geht nach vorne und singt jetzt mit Verzierung. Nagasaki, I'm sorry to. Dann kommt Joey Kelly in seinen engen Jogging-Shorts mit Rainer Kallmund auf den Schultern. Nagasaki, es tut mir leid. Dann kommt Angelo und singt Sometime I wish I was an angel. Dann kommt noch Michael Hirte, weil der nichts mehr zu tun hat. Man denkt, es wird schlimmer, kann es nicht werden. Schlimmer kann es nicht werden. Aber es kommt noch eine letzte, eine vierte Strophe. Alle Kellys singen jetzt wieder gemeinsam. Und was wurde jetzt noch nicht gesagt? Und als das Lied geschrieben wurde, hat Vater Abraham noch Papa Kelly noch gelebt. Und er kommt mit seinem weißen Gewand nach vorne und während die Kelly Family weiter summt, spricht er zum Publikum und er sagt diese Worte. Well, little children, all I have to say is there were eight babies, eight little innocent babies born that day. And the day they were born was the day that they died.
Und dann sagt er, und jetzt alle, Hiroshima. I'm sorry, sing it, children. Hiroshima. I'm sorry. Ich finde, dafür sollte die Kelly Family vors Kriegsverbrechertribunal gestellt werden.